Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf der Grünfelderland in der Version 1.6. Und ja, wie ihr schon seht, stehe ich hier am neuen Händler und habe mir ein bisschen Geld geholt, die Stadtfahrzeuge verkauft und leider auch schon den Hof 3 gekauft, das heißt den Kuhhof. Also darauf möchte ich starten. Und ich denke, ich werde jetzt erstmal gleich mir noch ein bisschen anderes Land kaufen. Und zwar ist mein Plan, dass ich mir gleich den Hof 8 kaufe, wegen Futter und Saatgut und Dünger und so Zeug. Deshalb auch noch die Düngerproduktion. Dann bräuchte ich eine Wiese für die Küchen. Da hole ich mir die 135. Ich hole mir die zwei. Ich weiß nicht, was drauf ist. Das sehen wir gleich. So, dann haben wir drei Felder, die zwei Höfe, die ich brauche. Und dann fehlt noch, also auf dem einen ist Weizen drauf, auf dem anderen ist Kohl drauf, wenn ich das richtig sehe. Genau, Kohl. Und Status ist beide erntereif. Ohlolo, da haben wir gleich was zu tun. Das heißt, ich brauche einen Drescher. Mähdrescher. Hier. Den 8900. Ein schönes Drescherchen. GPS, ja. Fabrik neu, passt auch. Reifenvariante. Können wir hinten eine Breitreifenvariante nehmen. Das nehmen wir für die Bodenschonung. Ja, Wollo. Dann brauchen wir das passende Schneidwerk. Und da bin ich am überlegen, wie viel Meter hat das? 12 Meter 3. Und die hier haben 13 Meter. Dann werde ich hier ein Schneidwerk von mir nehmen, das hier. Und da können wir nämlich die Glasfarben auch drauf machen. Zack, haben wir ein Glasschneidwerk. Kaufen. So, jetzt sind wir nur noch bei 2,5 Millionen. Also ich hole mir einen Trecker. Jetzt ist die Frage, nehmen wir einen JD? Weil JD ist mein Favorite, das wisst ihr. Ein 7R. Oder gehen wir gleich aufs Ganze. Der schlägt halt auch nochmal mit einer halben Mille rein. Und umleuchten, Gewichtfarbe, Felgenfarbe, Tagfahrlicht. Ah, nehmen wir auch mit. Felgenfarbe, also das haben wir schon. Und so, mit 400k ist eigentlich okay. Kauf mal. Dann brauchen wir einen Anhänger, um den ganzen Kladderadatsch auch wieder wegzukriegen. Und da, was hat denn der? 52.000 und habe Hauptfarbe. Dann ist nur der Anbau hinten. 73k für 52 Inhalt. Oh, was haben wir hier? Rampe Big Boy. Der hat aber nur 46k Volumen. 51 ist maximal. Den Farmstar, den werde ich mir auch holen, aber noch nicht jetzt, sondern den werde ich dann nehmen, um Abtransport zu machen. Also der kommt später mit einem LKW zusammen. Oh, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich habe doch hier den Fieldliner. Und zwar den Fieldliner mit Extended Ressourcen. Das heißt, ich kann hier alles reinladen und der kostet mich nicht so viel. Macht das Sinn? Aber die Farbe gefällt mir in dem Moment nicht. Ich glaube, ich nehme tatsächlich den Habe. Warte mal, der kann ja gar nicht alles. Zum Glück habe ich den nicht gekauft. Okay, dann kaufen wir den nicht. Okay, dann machen wir es anders. Wir nehmen einen Billiganhänger. Oder einen Strautmann. Aperion. Wir nehmen den Aperion. Punkt. Aus. So, Drescher das, dann was brauche ich noch? Braucht theoretisch noch was, um das, den Kohl zu ernten. Aber wenn ich jetzt was kaufe, um den Kohl zu ernten, dann brauche ich ja den Terrados. Glaube ich. Dann kostet mich das unglaublich viel. Der Terrados ist übrigens genauso wie alle anderen zusätzlichen Mods inzwischen in der Map drin. Den müsst ihr nicht einmal extra downloaden. Also wenn ich den mit GPS nehme, kostet er 510.000. Ich könnte ihn gebraucht kaufen. Kostet mich 100.000 weniger. Plus Rübentechnik. Kohl. Oh Gott.
plus nochmal. Also komme ich am Ende doch wieder auf 100.000, 500.000. Komm. Vielleicht brauche ich den ja irgendwann nochmal. Und ich werde mir den Terrados, werde ich mir gebraucht kaufen. GPS haben wir gesagt, ja. Und wir kaufen ihn gebraucht. Kaufen. So. Dann haben wir da drüben schon einiges stehen. Und ich würde sagen, damit mache ich mich jetzt mal auf den Weg. So, den Verkehr habe ich jetzt gerade mal ausgemacht. Weil wir ein bisschen eine kleine Kolonne haben. Also wir haben den Holmer Terrados, den Lexion und hinten noch den JD alle zusammen per Follow Me und fahren damit jetzt mal zum Hof. Hoff mal, dass der JD da hinten noch rauskommt. Na, jetzt gibt er Gas. Gut, und damit fahren wir jetzt mal zum Hof und dann werde ich wahrscheinlich beginnen, den Mais zu dreschen. Dann können wir eigentlich noch einklappen hier. Wobei ich das an der Onboard... Moment. In der Onboard ist das ein bisschen ungeschickt, ne? Sieht man nichts. So, ganze Straße für mich allein ist auch gut so. Mit der kleinen Überbreite. Ich werde die Maschinen, die ich nicht... Oder stelle ich sie an Hof 3? Ich stelle sie auf den Kuhhof. Ich stelle alles auf den Kuhhof. Und nur das, was ich für den Hof 8 brauche, kommt auch wirklich auf den Hof 8. Heißt, da kommt man wahrscheinlich mal ein Radlader hin oder irgendwas mit Palettengabel oder irgendwie so. Und sonst eigentlich nichts. Ich werde natürlich auch gucken müssen, dass ich mir die ganzen Produktionen hin und wieder noch zuführe. Das heißt, Palettenproduktion irgendwann. Die Dieselproduktion natürlich, also die Raffinerie. An was habe ich denn gerade noch gedacht? Das Kalkwerk. Also um einfach die Felder bearbeiten zu können. Oh, ich habe eine Idee, ich stelle mich hier einfach mal auf den Parkplatz. Stell dich hier einfach auf den Parkplatz und dann ist gut. So. Ablassen. Dann umleuchten aus. Drescher ist auch schon da. Perfekt. Gut, das war's aber von der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen machen wir uns dann ans erste Feld, das heißt hier das Weizenfeld dreschen. Ist ein bisschen Arbeit, kriegen wir aber hin. So groß ist es gar nicht. Und danach kommt hier eben der Kohl dran. Aber, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schaut gerne morgen wieder rein bei der 1.6 Grünfelder Land. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.